Ja, aber macht ja nichts. Nein, elegant ist das nicht, muss es aber auch nicht. Bei dieser Wassersprung-WM in einem Nürnberger Freibad gelten ganz andere Regeln. Regel Nummer 1, alle Teilnehmer müssen Dirndl tragen, Männer wie Frauen. Hat man sich einmal erfolgreich ins Trachtenkleid gezwängt, beginnt die Sprungphase. Von der Schraube zum Salto, hier ist alles erlaubt, außer Kopfsprünge. Und dann gibt es noch eine Jury, die die Darbietungen tapfer bewertet, in drei Kategorien, Frauen, Männer und Teams. Mich muss ganz persönlich einfach was auf Anhieb ansprechen. Das ist das Allerwichtigste bei mir. Das ist in erster Linie wahrscheinlich Kreativität. Jemand, der sich Gedanken gemacht hat, der ein tolles Outfit hat, der tolle Ausstrahlung hat. Und natürlich, der sich vorbereitet hat, der muss auch gewürdigt werden. Für den Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl gibt es immerhin einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro.